Du bist einer der versiertesten Bamburianer, die ich kenne. Was zum Geier soll das denn heißen? Naja, du hast dir einen sehr nützlichen kleinen Bruder namens Ernst erfunden, um in die Stadt zu fahren, wann immer du willst. Ich habe mir einen chronisch Kranken namens Bambury ausgedacht, um aufs Land zu fahren, wann immer ich will. Unsere gesamte Kultur beruht darauf, dass Leute Sachen lesen, die sie nicht lesen sollten. Ich will jetzt nicht mit dir über Kultur diskutieren, ich will mein Getue. Manche Tanten sind eben groß, manche Tanten sind nicht so groß. Das ist eben eine von den kleineren. Soll ich noch jede Tante für sich selbst entscheiden? Schon. Aber warum nennt dich deine Tante ihren Onkel? Ich verlasse mich nämlich darauf, dass du da bei mir bist. Das wird mein letzter Empfang dieses Jahr. Ich habe eine tolle Überraschung für dich heute Abend, Algernon. Nur ein Ernst ist meiner wert. Ich war immer schon der Meinung, ein Mann, der heiraten will, sollte entweder alles wissen oder gar nichts. Ich bedauere alle Frauen, die mit einem John verheiratet sind. Gwendoline, wolltest du mich heiraten? Das ist peinlich. Mama, du störst. Außerdem war Mr. Worthing noch nicht ganz fertig. Wo hat dieser selbstlose Herr mit dem Erste-Klasse-Ticket zu diesem Badeort sie gefunden? In deiner Handtasche! Die Schlichtheit deines Charakters macht dich für mich so herrlich unverständlich. Wie ich gerade feststelle, lieber Dr. Chasuble, sind meine Kopfschmerzen inzwischen eingetroffen. Mir tun all die armen verheirateten Frauen leid, deren Mann nicht Ernst ist. Wir sind beide mit ihrem Bruder Ernst verlobt. Insofern ist es relativ relevant für uns. Wo Ernst gerade ist. Eure Vornamen bleiben ein unüberwindliches Hindernis. Das ist...